Yo, moin, liebe Leute, und ahoi, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game of Thrones. Auch heute wieder mit dabei der Valvorik. Servus und hallo. Ja, ich habe mich hinterm Busch versteckt und lausche dem Anno. Yeah. So. Ihr von dem Plan pisst. Das klang falsch. Das klang sowas von falsch. Ich habe von meinen Eltern diese Serie nie sehen hier. Wir sind da gerade beim Begräbnis von Ethan und von dem Vater. Genau. Und ja, die Mutter ist gerade so ein bisschen stepped away. In Sorge, weil Ryan ja noch bei den White Hills ist. Genau. Wir haben jetzt gerade mit Gwen Whitehill gesprochen, die so ein bisschen auf unserer Seite ist. Und wir können jetzt der Mutter berichten, entweder sie kam hier auf, sie kam für sich selbst, also nicht, weil sie geschickt wurde. Keine Sorge, sie wird bald wieder gehen oder sie wird uns helfen. Geht übrigens gerade um die Tochter von dem White Hill. Genau. Die war in der letzten Folge da und hat quasi ihr Beileid ausgedrückt und gesagt, sie findet, der Krieg sollte bald enden. Und ja, dass sie da nicht begeistert ist, so wie es abläuft. Und Ryan ist ja da noch bei denen und da hofft sie auch, dass da bald eine Lösung gefunden wird. Jo. Am besten wäre es eigentlich, den alten Knacker abzuschlachten, oder? Den White Hill. Den White Hill, ja, eigentlich schon. Weil dann hätte sie das Kommando. Ja, vielleicht. Die Boltons würden, glaube ich, nichts mehr machen. Die interessiert das hier nicht mehr wirklich, oder? Können wir da nicht eine vierte Antwortmöglichkeit hinzufügen? Kill the White Hill. Ja gut, wir können Punkt, Punkt, Punkt machen. Das ist halt, glaube ich, einfach nichts antworten. Wäre lustig, ob wir so durchs ganze Spiel kommen. Einfach nie was sagen. Wahrscheinlich heißt es dann irgendwann so nach dem dritten Mal hintereinander Game Over oder so. Gut, aber damit hier auch mal Bewegung in die Aufnahme kommt, ich würde sagen, wir nehmen das Letzte. Ne? Sie wird uns helfen, weil sie kann uns helfen. Ja, dann, um die Mutter vielleicht mal ein bisschen zu beruhigen. Sagt die Mutter, ah, sie ist eine White Hill, sie hilft uns nicht, das ist ein Hinterhalt. Naja, besser das sagen. Ich würde eher das Erste sagen. Ja. Sie ist aus freiwilligen Stücken gekommen. Okay. Gwen came here on her own. She wanted us to know Ryan is okay. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mighty like this one. But his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell, saw our land destroyed, everything we clung to was ripped from our hands. Okay. I can't watch that same fate. Vater war mal mit den Targaryens verbündet. Our house. My children. Wir lassen das nicht geschehen. Ja. Unsere Familie ist stark, auch immer diese Sätze, die einen überhaupt nicht weiterbringen. Ne? Das könnten wir auch in jeder Folge dreimal sagen. Our family is strong, you are strong, he is strong, she is strong, alles ist strong. Winter is coming. Winter is coming, winter is strong. Und so ganz harte Winter is coming, very strong. Oh. Entschuldigung. Contains strong language. Ja. So. Ja, also wir nehmen das Erste. Unsere Familie ist stark, das weiß jeder. Und wir haben viel verloren. Das ist eher auch eine Tatsache, auf die man nicht auch noch hingewiesen werden möchte. So. They will take everything from us. I won't let that happen to us. You must be ready to defend us, Roderick. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last White Hill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Ja, also die Mutter möchte, dass wir gerne auch die White Hill Babys abschlachten. Ist ja damals ganz üblich gewesen. Ah, die ist richtig gut drauf. Ja, aber man kann sie auch verstehen, ja. Irgendwie, also. Gut, das mit den Kindern und Babys, die Antwort. I am strong. Schlachte alle Whiteys ab. Ich bin stark. So, also wir haben die Antwortmöglichkeit. Wir werden alles tun, was notwendig ist. Es wird nicht notwendig sein. Es wird nicht notwendig sein.
Du wirst langsam verrückt. Mit diesen Gedanken halt. Erste, ne? Mhm. Promise me. I will kill anyone who stands in my way. Yes, das ist doch mal eine stronge Aussage. Kommt gleich Engel um die Ecke gelaufen, so, hi Roderick, I'm strong. Oh Mann. Das ist nicht von Cheerlead. Das I'm strong enough. Remember that. You must be there. Promise me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, even Garrett. They all stand with us. We are strong. Yes. 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 I suppose we have to be. Geil ist das. Er hält dir gerade eine Would Fackel an seinen Rücken. Words, so zu Bingo geben, jedes Mal, wenn strong geht. Bing. So ein Counter einbauen, wie bei Walking. Andy, wie heißt das? Dark Souls. Strong Counter. Die Gwyn ist gerade wieder abgehaut? Ich glaube ja, die waren nicht so angesehen, weil die Mutter dann halt kam. Ne? It was everything. Ja, ich hoffe, dass die das nicht gehört hat mit den White Hill Babies. He showed me what it is to be a lord. He was strong. Ja, he was brave, he was kind, he's honorable. Das letzte, nimm mir ehrbar. He was always honorable. I never knew Burma. Game over. Ja, falsche Antwort. I'm sorry. I love you, Father. Du hättest strong sagen müssen. Stephen, my little brother. Das letzte hätte sein müssen, he was a true, strong lord. Ja, true lord eigentlich nicht. Nee, das letzte, das mittlere finde ich auch blöde. Er hat seiner Familie ja gedient, das klingt eher so abwertend. Das erste würde ich sagen. So wie ein Dienstzeugnis, so. Ja. Hat er hat seinem Aufgaben König und Vaterland gedient. Tschüss, lebt lang und in Frieden. So. Das erste, ne? Er hat Talias Leben gerettet. Ja. He stood up to Ramses now. He saved our sister's life and paid with his own. He was only a boy. Jetzt wacht auf. Boom. Juhu! Na, schon. We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan, my sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth. So richtig eine andächtige Folge. And from their sacrifice, new life begins. Was ist das für ein Brauch? Iron from ice. Iron from ice. Weißt du das? Was das für ein Brauch ist, was sie da reinbekommen in die Hände? Ich kann jetzt nur raten, dass das ein Stück von ihrem Holz ist, dieses Iron Holz. Okay. Weil ich habe da jetzt in ihrer Hand, ich habe erst gedacht, es wäre eine Handpuppe gewesen, die sie in der Hand hatte. so ein kleiner Teddy oder sowas. Aber vielleicht auch Nüsse von den Bäumen, keine Ahnung, also so kleine braune Kugeln irgendwie. Hast du eine Puppe oder Nüsse? Ich nehme an, die hat die Puppe jetzt nicht Nüsse zerrissen, um in die eine Hand was zu geben und die andere Hand. Also, ich schätze, es war das Holz halt, so kleine Holzschnitzereien. Das sah echt irgendwie aus wie Nüsse. Ja, oder und Nüsse. halt vom Wald, weil sie ja hier die Eisenmänner sind. Mhm. Ihren Eisenholz. Oh, und jetzt gibt's die Feuerbestattung. Geste. Die blaue Feuerbestattung. Wen fackeln wir zuerst ab? Ihn, oder? Den Vater zuerst, ne? Mhm. Weil der zweite lebt noch. Ja, was? Das wär's.
ein bisschen makaber hier, aber. Und so auch noch kein Spiel machen müssen. Sie nimmt sich das Leben. From ice we first is born, to ice we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bear my neck to swim the shivering sea. Paint slaver's bay in crimson veins to bring Ethan back to me. His final words faced with the sword cut short the bastard's breath. Masters? Das sieht nach Episodenende aus, ja. Oh. Das passt ja so gar nicht. Vorschau. Get tot? What is going on? Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill means to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it, all the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else we need to be worried about? What was that? Knight. Errungenschaft freigeschalten. Episode 2 der Lost Lords. Ja, eine sehr, sehr mal wieder traurige letzte Episode. Zwar keiner gestorben. Mhm. Aber war relativ gut inszeniert da mit dem Gesang und den ganzen Rückblicken nochmal, wer jetzt gerade wo ist. Der Tuttle auf der Mauer, der andere, dessen Namen ich vergessen hatte, da auf dem anderen Kontinent, der ja irgendwie wohl der verstoßene Bruder von dem aktuell verletzten Lord ist. Von Forrester, da. Die Mutter lässt ja nach dem irgendwie suchen. Mhm. Ja, und Alter, so ein bisschen und, verstreut. Ja. Jo, wie haben wir denn so abgeschnitten? Wir haben 21,8% Forged, gefälscht, den Brief von Marjorie. Ja. Das haben wir schon gedacht, dass wir da in der Minderheit sind. Dass die meisten eher ehrlich spielen.
Aber es kann ja gut sein, dass wir es gemacht haben, weil der hat ja scheinbar das bewirkt, dass diese andere da auf uns zukam. Und ja. Wir haben dann höflich gesagt, nee, du hast die freie Wahl und dann vielleicht entscheidet sie sich ja dann für uns. Wir zwingen sie nicht, die quasi Scheinkönigin Marjorie hat es getan. Ja, das stimmt. Aber Marjorie dürfte angepisst sein, ja, wenn sie das rausfindet. 70% haben sich dafür entschieden, den Ring nicht zu küssen. Mhm. Das verdient definitiv mal hier Applaus. Scheiß auf die White Hills. Mir gefällt nur nicht, dass wir da mit der Mehrheit dabei sind. Ja, Gott, wir schwimmen so ein bisschen hin und her. Gut, bei den 96,1% da unten, da ist, ja, haben wir voll die Meinung getroffen. Ziemlich eindeutig. Wer war nochmal Elena Glenmore? Wer war das? Player One, Roderick's Betrayal. Ach, das war die uns heiraten soll. Also laut Königin, die da zu Besuch kam wahrscheinlich, ne? Roderick's Betrayal to Elena Glenmore, ja. Okay, das heißt, weniger als die Hälfte haben es geschafft, mit ihr, also sie zu heiraten oder ja, sie zu überzeugen. Genau. Ha! Ja, wieder mal bei der Minderheit. In der Minderheit, aber wir haben das Positive erreicht. Ah, hier, jetzt kann man sie auch nochmal sehen. Hier, das ist die. Die hätte ich jetzt aber nicht erkannt vom Bild. Na doch, die war ja da. Ja, die sehen alle gleich aus. Ja. Die haben alle denselben Friseur, da gibt es nur einen in Westeros. Ja, sie kann man auch auseinanderhalten, aber sie ist ja auch sowieso irgendwie immer ganz woanders. Mhm. So, dann. Das haben hilft wir so ein bisschen, wenn die auch noch da wäre, mein Gott. Oh Gott. Ah, das war das auf der Meier, auf der Mauer. 96,1% haben zusammen mit uns den verteidigt. Den Kotter verteidigt, nachdem der Finns Messer gestohlen hat. Mhm. Hätte ich mir nicht gedacht. So ja, eindeutig. Ja. Da wo wir noch so gedacht haben, oh Gott, was machen wir jetzt? Weißt du, wo wir den anderen verprügelt haben? Oh Gott. Ja, genau. Das haben wirklich viele gemacht. Aber ich glaube, man wusste vorher auch noch nicht, dass er das Messer wirklich hat. Das hat er dann, nachdem der Kampf beendet war, hat er es doch irgendwie noch so rausgezogen und so gezeigt. Ne? So, hier, haha, ich hab's wirklich. Ich weiß nicht, ob er es nicht vorher schon ich wusste. Oh, man weiß es nicht. So, hm. Und 92% haben sich auch dafür entschieden, den Angreifer zu töten. Der hätte uns ja wahrscheinlich sonst nur wirklich verraten, ne? Wenn wir weggerannt wären. Also der andere, der Bettlerjunge oder der Knecht oder was auch immer der ist, der wäre definitiv hey gewesen. Dann wäre er nicht vorgekommen jetzt im Trailer für die nächste Season. Genau. Also für die nächste Episode. Und ja. Wäre interessant, was das auslöst, weil wir hätten halt da niemanden getötet. Wir wären halt weggelaufen. Ich glaube nicht, dass uns der nachgelaufen wäre. Die Wache, das kann natürlich auch sein, dass sie uns nachgelaufen wäre. Nee, ich glaube nicht, dass sie uns nachgelaufen wäre. Ich glaube, dass die hätte den Jungen halt mal ertränkt. Was ich mich frage, dafür kenne ich aber Walking Dead zu wenig. Ich weiß ja, wir hatten in der ersten Episode uns entschieden, als Ethan gefragt wurde, sollen wir nach diesen verschollenen bzw. verbannten Bruder suchen? Da haben wir ja gesagt, nein. Mhm. Und schon in der Vorschau für die nächste Episode hat die Mutter ja gesagt, bla bla bla, ist auf der Suche nach dem Bruder. Mhm. Also es kann ja sein, dass Telltale bestimmte Stränge sagt, entscheidet euch ruhig dafür. Man lässt dann das Ergebnis offen. Was weiß ich, sie hätten jetzt wahrscheinlich einfach nur nicht gezeigt, wie der Knecht im Brunnen getötet wurde. Und in der nächsten Episode ist er einfach da oder tot oder irgendwas anderes passiert halt, ne? Ist bei Walking Dead auch ähnlich. Man hat leider nicht die freie Entscheidung. Irgendwann tritt halt alles wieder zusammen quasi. Mhm. Also bei Walking Dead gibt es oft die Möglichkeit, sich zu entscheiden, rettet man den einen oder den anderen, aber der stirbt halt dann sowieso. Also wenn er sterben kann, dann stirbt er irgendwann. Super. Du bist es halt bei Walking Dead. Also können wir uns schon mal so ziemlich gut wie von Myra verabschieden. Wenn sie schon mal fast gestorben ist, dann ist sie so gut wie tot. Nee, die wäre nicht gestorben, aber der Kleine wird wahrscheinlich sterben. Oh. Schätze ich mal. Dessen Namen wird, glaube ich, noch nicht mal kennen. Ja. Der Knappe.
Also bei Walking Dead ist es halt oft so, dann werden halt, wird halt so synchron eine Zeit lang zwei verschiedene mögliche Episoden gezeigt. Also. Okay. Zwei verschiedene Möglichkeiten gezeigt. Ja. Und irgendwann führt das dann halt wieder zusammen, wenn eben dann die Person tot ist. Da geht es ein bisschen leichter, weil da ist alles ein bisschen verstreuter. Dann tritt halt der Knappe einfach nicht mehr auf. Also okay. Vielleicht stirbt er auch nicht. Aber bei Walking Dead ist es halt immer so, dass es halt immer eine Gruppe ist und da können sie nicht viel verschiedene Episoden machen oder Möglichkeiten machen. No. Irgendwann führt es dann alles wieder zum selben. Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Dito, auf jeden Fall gut inszeniert. Mhm. Auch wieder völlig anders eigentlich. Meine Befürchtung war ja, dass sie irgendwie so einen gewissen Handlungsstrang haben, wie irgendjemand stirbt jetzt irgendwie immer in jeder Episode, damit es actionreich bleibt. Aber das war jetzt hier. Das war eine sehr diplomatische komplette Episode, fand ich. Sehr viel reden, wenig kämpfen im Vergleich zur ersten. Stimmt, der erste hat ja gleich mit dem Kracher Red Wedding angefangen. Ja. Und dann nochmal auf der Farm danach und sonst wo. Mhm. Dann nochmal das Ende mit dem Tod von Ethan. Also ich fand's sogar Steigerung. Also es musste ja nicht jedes Mal mit schweren Kämpfen und so sein. Ja. War nicht schlecht. So. War ich hoffe, das liegt nicht so lang, weil ich will ja nicht so unbedingt gegen anbrüllen. Das ist gefühlt laut, fand ich. Also finde ich hier. Das ist aber ein schönes Lied. Ja. Es passt auch in die Game of Thrones Serie rein. Da gibt es auch so ein ähnliches Lied. Ja, ich weiß, was du meinst. War, glaube ich, auch bei Red Wedding dann am Ende im Outro oder so. Mhm. Wo alle voll geschockt vom Bildschirm saßen. Ja, ich meine, hallo, da wurde mal eben so nahezu die Hälfte der Starks wieder dezimiert. Und der komplette Krieg war so, Ende. Das Reaktionsvideo war auch geil, was es da auf YouTube gab. Das Reaktionsvideo? Mhm. Da haben sich so 5 Leute selber gefilmt, wie sie eben dieses Ende erleben. Also diese 9. Folge. Wussten die vorher, was passiert, oder... Eine bei jeder Episode. Die hat das Buch gelesen, die war so ganz entspannt und die anderen, what the fuck? 4 voll die Kinnlade runtergehangen und eine so ganz cool. Das muss ich, glaube ich, nochmal suchen, das klingt sehr interessant. Maximize your Game of Thrones experience. Create a Telltale account or log in now. Okay. Es ist immer so geil, wie sie nichts für was Episches verkaufen. Bitte was? Wie sie eigentlich nichts für etwas Episches verkaufen. Naja, also ein Account, maximier, sie alle zu knechten. Maximier deine tolle Game of Thrones Experience. Also es ändert ja null, ob man einen Account hat. Ja, genau. Aber eben voll episch. Obwohl, a Telltale Games Account keeps you updated about our games. Das heißt, wir kriegen vielleicht nochmal vorher eine Nachricht, wenn eine neue Episode rauskommt und nicht so Steam macht ein Update. Minute neue vorher. Neue Folge. Eine Minute vorher, so? So eine E-Mail vorher. Neue Episode in 3, 2, 1. Bing. So. Nee, danke. PS, we are strong. Ja, das war dann also Game of Thrones, The Lost Lords. Was ist denn die 3. Episode? Ist die jetzt hauptsächlich bei der Daenerys? Weiß ich nicht. Also so vorgezeigt wurde wieder alles. Achso, warte mal, kann ich nicht... Oder wie heißt sie dann? Play. Episode 3. Ah ja. The Northlands will never forget. Okay. Mit Drachen. Ist ein Drache dabei. Ja, das Bild ist aber, glaube ich, jedes Mal in... oder nicht? Mhm. Immer derselbe Satz. Wobei mit Jon Snow hier hat die Episode 2 jetzt auch nicht wirklich viel am Hut gehabt, fand ich. Nee. Also der hat zwar 2-3 Gastsätze hier gehabt, aber ansonsten war... Das ist einfach nur ein
Titelbild für. Steht doch nicht mal da, wie sie heißt hier. Also, hier aber auch nicht. Der Drache war vielleicht in der Höhle drinnen. Das kann natürlich sein. Rein vom Geräusch her, ne? Aber es würde mich wundern, weil eigentlich gibt es ja nur die drei Drachen von Daenerys, Sturmtochter, Targaryen, Khaleesi, die mit den tausend Namen da. Wie viele Episoden gibt es? 6, ne? Ja. Haben wir jetzt die knapp ein Drittel? Bleiben wir mal gespannt. Ja, ich danke, dass du wieder mit dabei warst. Gerne, gerne. In diesem epischen und zu teilen traurigen Abenteuer. Aber das Lied war gut. Das Lied war gut, ja. Und eben die Episode war auch nicht so schlecht. War jetzt nicht so bombastisch wie die erste. Und ja, sie hatte nicht so die Geschwindigkeit und die Action, sondern eher so. Obwohl, die hatte eine kleine Schlägerei am Anfang, diese mit diesen Söldnern. War ein bisschen wie die zweite Season von Game of Thrones. Die war auch nicht so wirklich was Besonderes. Da ist nichts Episches passiert. Das war eigentlich nur so eine Zwischenseason. Zweite, oh. Ich muss gestehen, ich habe mir Staffel 1, 2 und 3 gekauft und durchgezogen. Ja, aber wenn ich dich frage, was bei der ersten Season passiert ist, weiß ich, welche Antwort kommt. Ja gut, da weiß ich ungefähr, die letzte Episode endet damit und man weiß sowas, aber die zweite und die dritte... Und bei der dritten weiß ich auch, was du sagst. Bei der dritten weiß ich, war Red Wedding, so. Genau. Was war bei der zweiten? Du, die erste und die dritte hatten aber auch mehr als Red Wedding und Cop Up. Aber die zweite eben relativ wenig. Die zweite ist, glaube ich, da ist ich... Bei der ersten ist, ich meine... Achtung, die zweite. Bei der ersten ist halt der Bran runtergejumpt und es war generell alles vorstellen. Ja gut, das war die erste Episode. Das war die erste Episode. Ja genau, von der ersten Staffel. Generell in der ersten Staffel ist alles passiert. Dann sind sie nach Königsmund. Was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, der enorme Qualitätsanstieg in den Staffeln. Was Kostüme angeht, was Design angeht, was die Schlachten angeht, was auch so Großaufnahmen angeht, was Effekte angeht und so weiter. Ja. In der ersten Staffel gab es, glaube ich, keinen einzigen CGI-Effekt. Und in den letzten... Es gab auch keinen Kampf, so wirklich. Nee, sie haben eigentlich nur von Kämpfen berichtet. Selbst in der zweiten Season, wo die dann quasi... Die zweite war doch das mit dem Seefeuer und dieser Schlacht vor Königsmund, oder nicht? Ja. Das war, glaube ich, der Höhepunkt dort. Aber die Schlacht vor Königsmund haben sie nie gezeigt, sie haben nur das Seefeuer gezeigt. Das Seefeuer, er hat vor den Mauern ein bisschen gekämpft, nichts Großes. Ja, da haben halt viel die Lannisters gegen die Starks gekämpft, aber man hat das nie eben gesehen. Es hat immer nur geheißen, ja, wir sind also gerade im Krieg und wir wollen von da dorthin und wir wollen sie da schlagen und dort schlagen. Aber man hat nie was gesehen davon. Ja, da waren sie einmal irgendwie in Schnellwasser, hieß es, glaube ich, der Geburtsort von Flusswasser? Schnellwasser hieß es doch, oder? Oder Flusswasser? Ich dachte Schnellwasser. Wo die Frau von Eddard Stark, dessen Namen ich vergessen habe, also die Königin, die auch bei Red Wedding, tschüss und so, Catelyn. Da haben sie irgendwie immer so Figuren auf Catelyn der Karte Stark gesetzt, wo ich dachte, schön, das ist ja genau. Und da gab es eine einzige Schlacht, die irgendwie da, wo Tyrion Lannister mit seinen Barbaren oder so kämpfen musste, verletzt wurde, dann wachte er auf, dann war die Schlacht vorbei. Ja, dann genau. Wurde auch nur berichtet, wie die Schlacht war. Jamie wurde irgendwann gefangen genommen von den Starks. Genau. Aber das hat man auch nicht gesehen, das war dann einfach nur, es ist gefangen. Shit happens und so. Ja. Also da haben sie sich extrem zurückgehalten, was das betrifft. Ja, und erst mit den schon gedacht hat, das ist ja mega langweilig. Und es war halt dann die ganze Zeit dieses... Robb Stark zieht jetzt in den Krieg und dann findet er dann die Frau. Was in der zweiten noch war, war aber es war alles so. Wie heißt denn das kleine Mädel nochmal da, die Daenerys? Na. Ja. Die Stark-Tochter, die da auf dieser Ruinenburg. Arya. Die da in der Ruinenburg da erst als Dienerin war, dann teilweise die Lannisters bedient hat und die haben sie nicht erkannt. Dann war da noch dieser ganz mysteriöse Attentäter, der da irgendwie alle gekillt hat, damit Arya mit noch zwei, drei anderen fliehen konnte. Der Valar Morghulis-Typ. Genau.
der dann am Ende einen ganz komischen Effekt hatte. Der dreht sich einmal um und hat ein anderes Gesicht. So, hä? What the fuck? Was macht denn der? Dreht sich um und hat ein anderes Gesicht. Ja, das ist halt der, der sein Gesicht ändern kann. Ja, was ist das? Wie geht das? Ist schon tausendmal anders ausgesehen. Ist halt sein Volk oder seine Rasse. Ja, aber da, also ich weiß, es gibt die Stehhainis, es gibt die Drachen, es gibt Menschen. Aber was ist der jetzt noch? Wieder was Neues. Ja, was auch nur in Staffel 3 mittendrin und dann war Ende. Und Staffel 4 nicht mal mehr eine Erwähnung fand. Ja, der kommt sicher wieder vor. Oh. Arya ist ja unterwegs in Richtung Braavos und der war ja, glaube ich, in Braavos. Ja. Und ich glaube, Tyrion ist ja auch auf dem Weg nach Braavos mit den Eunuchen, Kerl da, Diener, Königsmund. Varys. Varys, ja. Ich und Namen. Echt. Ja, und das war eben so ein bisschen wie die Season 2. So, ich meine, es ist schon was passiert. Aber so im Vergleich zu den anderen Staffeln so ein bisschen eine Lückenbüßer-Staffel oder so ein bisschen diplomatischer und so ein bisschen. Wobei ich tendenziell, so, wenn ich die erste und die zweite vergleiche, finde ich die zweite noch ein bisschen besser, weil die erste wirklich extremst sich hinzieht mit diesen ganzen Charaktervorstellungen. Finde ich. Also da. Also ganz ehrlich, bis auf Kopf ab in der letzten Folge und wir schmeißen mal ein Kind vom Türmchen. Was ist denn in der ersten Staffel noch so hängen geblieben? Jeder Charakter erhält naja, irgendwie die sind, 47 Zeilen-Monolog oder so. Die sind raus aus ihrem Zuhause, die meisten Starks, und sind alle irgendwo hin. Irgendwie manche nach Königsmund, manche irgendwo anders hin. Und am Anfang brauchst du halt echt die Charaktervorstellung. Naja, aber die war halt sehr lange. Bei Game of Thrones. Wo alles so verbandelt ist. Was dann noch sehr interessant war, war dieses, dass da. Wie war denn das noch? Wo ist denn der Baratheon? Der in der ersten. Wer? Baratheon. Bei der König. Jagd hat ihn doch ein Hirsch verletzt und ist er. Das war bei der ersten Season, genau. Erste Season. Ja. Da hat ja auch noch Eddard Stark hier gelebt. Und der andere Baratheon, der da von dem Schatten von der roten Frau getötet worden ist, war in der zweiten Season, glaube ich. Das war in der zweiten Season. Und dann gibt es ja noch einen Baratheon, das ist aber der mit dieser Schattenfrau zusammen ist. Ja, genau. Der Stannis. Und dessen Gehilfe ist doch jetzt irgendwie zur Khaleesi gegangen, ne? Das weiß ich gar nicht. Der ist eigentlich noch dort? Nee. Ja, das ist doch da, ja, da, das war doch der in Ungnade also bei dem. Der Davos. Namen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Zwiebelritter. Ja, das kommt schon eher. Der war ja im Verlies bei diesen Schattenfrau und Baratheon-König. Ja? Auf dieser komischen dunklen Burg. Mhm. Und irgendwann ist er doch da raus, aber er wollte halt noch mit denen zwar nichts mehr zu tun haben, weil er ja Angst vor dieser Frau hatte mit ihren Hexereien. Und dann naja, ist er doch zur Khaleesi rübergegangen. Und dadurch ist doch dann dieser andere Kerl aufgeflogen, der dann am Ende der vierten Staffel verscheucht wurde, der aber gefühlt 3,5 Staffeln der Berater von Khaleesi war. Ich glaube, du bringst gerade was durcheinander. Der Davos, der Zwiebelritter, der vom Stannis. Der hatte nie was mit der Khaleesi zu tun. Wer war denn das? Ach nee, das war der von der Stadtwache aus Königsmund, ne? Dieser ältere Herr da. Ich kann jetzt hier leider nicht googeln, sonst würde ich es machen, aber dann bricht die Aufnahme ab. Älterer Herr, Stadtwache? Staffel 1 ist doch einer, ich nenne es jetzt mal Stadtwache oder wie auch immer, die goldene Rüstungsleute da, der dann am Ende Eddard Stark festnimmt in der Halle der Könige da. Ja, ich weiß nicht mal, wer das war. Ja, das weiß ich auch nicht, wie die hieß, so, aber der ist ja später dann nicht mehr irgendwie der Vorsitzende der Stadtwache, Ehrengarde, whatever. Und ich glaube, der ist dann rübergegangen. Weil irgendjemand hat ja der Khaleesi berichtet, hey, dein Berater da über 3,5 Staffeln, hat dich betrogen, der hat am Anfang Bericht erstattet für Baratheon. Der Jorah Mormont.
Genau. Jorah Mormont ist der von der Khaleesi. Und wer ihn da verraten hat, ich weiß aber nicht, wer ihn verraten hat, ob das je rausgekommen ist. Ja, war das nicht der, den sie da aufgegabelt haben? Der Baristan. Sir Baristan. Der hat zumindest dem Jorah Mormont dann gesagt, so dass er abhauen soll. Ja. Dass er hier nicht mehr willkommen ist. Ich muss die Staffel echt nochmal gucken. Der war in der Stadtwache in der ersten Season, das stimmt. Der war in Königsmund. Das Dumme ist nur, irgendwie will man immer mit der Serie von vorne anfangen. Nur die erste Staffel, ich glaube, die kenne ich echt so auswendig. Aber das Problem ist, den Brief hat doch irgendwer geschickt. Ich weiß nur nicht, wer es ist. Geschickt? Wer da den Jorah quasi aus... Naja, der Brief ist ja irgendwie zu dem Baristan gekommen. Und der Baristan hat dann gesagt, okay, Jorah Mormont, du bist aufgeflogen. Hau ab. Die Frage ist nur, wer den Brief geschickt hat von Königsmund. Wahrscheinlich auch die Cersei. Naja, vermutlich. Oh, ja, muss halt echt nochmal alles gucken. Ey. Das Dumme ist, die erste Staffel ist gerade bei meinen Eltern. Das heißt, ich kann jetzt gerade nicht von vorne anfangen. Ich starte einfach mit Staffel 2. Die erste kennt man echt auswendig, oder? Ich meine, der Jorah Mormont war halt mit dem Varys viel in Kontakt. Meinst du, hat den verraten? Der ist so eher so... Glaube ich nicht, der ist gerade... Der verhält sich irgendwie wie die Schweiz. Der sammelt Informationen, drückt aber nichts raus. Guter Vergleich. Juri weiß nix, oder? Nee. Steuerbetrüger? Na, wieder nicht. Na. Ja gut, wird eine lange Outro hier, aber ich danke, dass du mit dabei warst. Ja, eine kleine Doppelfolge. Und hey, Team YouTube gerade bei der VOGUE-WM. Blah. Yeah. Wer macht da mit? Jetzt wisst ihr auch, wann wir es aufnehmen. Sarasa, Dena. Das klingt nach einer Let's Player. Ja, genau. VOGUE Challenge. Kelly, Mrs. Vlog, wie die Frau da heißt. Herr Tutorial oder was? Mrs. Vlog Herr Tutorial, das ist eine dieselbe Person. Nee, wie die Frau da heißt. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, wie genau. Ich kenne die auch nicht mehr alle. Ja. YouTuber, die sich verkaufen fürs Fernsehen. Ja. Verräter! Ja, ich. So. Ja. Gut. Kommen wir mal zum Ende. Game of Thrones. Das wäre die längste Folge ever sonst hier von Game of Thrones. War spannend, wird spannend bleiben. 4 weitere Episoden warten noch auf uns. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Valvori, dass er wieder mit dabei war und auch beim nächsten Mal damit dabei sein wird. Und was? Du bist schon verpflichtet. Hast einen Vertrag unterschrieben hier. Also darfst deine Ehre nicht brechen. Mal wieder das, den Eid nicht brechen. Naja. Und es kommt oben links eine Meldung, Valvori hat sein Eid gebrochen. Achievement. Eidbrecher. Jo. Wie hat das Schwert geheißen? Eidbewahrer, oder? Ja. Sowas. Dago textet mich an. Oh, Grüße. Apropos, wann ist so Zeit für City Skylines? Das besprechen wir dann offscreen. Okay. Gut, ich überlasse dir die letzten Worte der sehr langen Folge. Ja, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht und ähnlich wie bei Game of Thrones, ob die Episoden schon fertig sind, ob Tate schon weiß, wie es ausgeht oder ob die auch gerade noch schreiben. Ja, so wie ich jetzt gelesen habe, um mal ganz kurz noch einen Ausbrecher zu machen, ist ja, die TV-Serie will jetzt ja auch von den Büchern abweichen. Das heißt, wer in den Büchern noch lebt, teilweise auch in den späteren, darf in der Serie jetzt sterben. Das heißt, man darf gespannt sein. Das war jetzt eine nichtssagende Antwort. Ja, was denn? Ja, ich glaube, das Spiel ist ja schon eher so ein Lizenzspiel, wo nichts passieren darf. Weil im Spiel darf, glaube ich, niemand sterben. Die Hauptcharaktere dann, nicht, aber genau. Ich finde es gut, dass sie trotzdem, sie haben jetzt hier die Forresters eingeführt, eine Familie, und sie passt in dieses Game of Thrones Universum rein. Sie könnte theoretisch da sein. Und man fühlt auch mit denen mit. Das ist irgendwie so die Familie Stark 2.0 oder so. Und eben zwischendrin wieder mal diese Charaktere wie Jon Snow, dass man sich denkt, ha,
Den kenne ich. Ja, den kenne ich. Fühlt man sich auch so ein bisschen mehr aufgehoben, als wenn das komplett daneben ist. Genau. So wie die andere Game of Thrones, das andere Game of Thrones Spiel. Es kommt ja komplett ohne irgendjemanden, ohne ein bekanntes Gesicht aus. Ja. Und das fehlt dann schon so ein bisschen. Und das finde ich da ganz gut gemacht. Aber die Frage ist eben, wo dann die Handlung weiterspielt in der nächsten Episode, in den nächsten vier. Also spielt das dann jetzt vom zeitlichen Rahmen her immer noch zwischen Staffel 3 und 4? Oder geht's da dann auch weiter? Das, weiß ich nicht. Staffel 5 wird auf jeden Fall irgendwann mitten, wahrscheinlich so mit Episode 5, 6 kommen. Ja, genau. Und das ist dann echt komisch, wenn da noch Leute leben, die im Film nicht mehr leben. Und ich glaube, es orientiert sich schon eher an dem Film. Ja. Also Telltale muss sie anstrengen. So, trotzdem müssen sie nachträglich nochmal irgendjemanden töten. Ich hoffe, George R. Martin. Was bisher geschah, aber nicht gesehen wurde. So. Stell dir vor, George R. Martin schreibt auch noch diese Geschichte. Oh Gott. Wie geht's denn da weiter? Wird das nie fertig? Genauso wie diese Aufnahme. In diesem Sinne. Hummel, hummel, moos, moos und. Danke euch fürs Zuschauen. Winter's coming und. We are strong. They will take everything from us. I can't watch that same fate before this family. Your spirit must be like iron. I'm glad I found you, my boy. What are you doing here? I'm here to bring you home. This is your fight, Asher. Your family. Who is this? My name is Mira Forrester. I'm here to sell our ironwood. And how does a Castellan's nephew get himself sent to the wall? I heard you want to be a ranger. Why? I want to protect House Forrester. You must know what risks are worth taking. Especially if you wish to have an alliance with me. 3,000 men, and not one could save my brother. If you're to save your house, you'll need more than the two of us at your side. An army of sellswords. And a man to lead them.